Wie ich aus dieser Familie zu einem Antikapitalisten geworden bin, das ist eigentlich ziemlich einfach. Peter Haring gesagt hat, er wird für die Kommentaren arbeiten, habe ich gesagt, was kann ich tun? In der jugendlichen Zelle waren, weiß ich, 20 junge Häftlinge, Nazi, auch Kriminelle, Kommunisten und Sozialdemokraten. Aber in Madrigueras habe ich unseren Freund Harry Spiegel getroffen. Und ich war also dabei, wie er seinen famosen Spitznamen Don Espejo bekommen hat. Nicht? Espejo auf Spanisch ist der Spiegel. Also diese Kinderrepublik war so aufgebaut eigentlich wie eine richtige Republik. Angefangen hat er damit, uns alle kommunistische Lieder zu lernen, die uns wunderbar. Zum Beispiel ein Lied, das ich noch heute liebe, ist Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod. In Flandern reitet der Tod. Das haben wir falsch gesungen.